Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte jetzt hier mal einen Hoch aufrufen fürs Nichtstun. Wir können ja überall auf den Kanälen und sonst wo erfahren, was wir alles immer noch so optimieren können und wo wir noch was tun können und wo wir noch mal uns doller anstrengen sollen oder sollten oder so. Und ich muss jetzt hier mal diese Genießerfahne hochhalten, dieses einfach mal nichts zu tun und nicht immer einen Zweck da drin zu sehen. Also wo dürfen wir einfach noch was machen, was keinen Zweck hat? Oder muss das immer alles so optimiert sein oder so? Da, lass uns da mal reinschauen. Ne? Also entweder irgendwie Kinder beim Spielen zugucken oder vor sich hindösen oder im Café sitzen und einfach Löcher in die Luft starren, haben wir das früher genannt. Oder noch älterer Begriff ist ja so Müßiggang. Ne? Das kennt man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Also einfach vor sich hin sein, vielleicht auch etwas tun, Puzzle machen oder was weiß ich, also wozu man gerade so Lust hat, aber mal so die Seele baumeln lassen und da ist dann so viel Freiraum für Durchatmen und also ich will ja keinen neidisch machen, ne? Aber das ist im Alter viel leichter möglich als in diesen jungen Jahren, wo man noch so viel To-Dos auf der Liste hat, was man alles noch erledigen will. Da mal zu schauen, kann man sich das nicht auch mal verordnen? Kann man sich das nicht mal vornehmen oder in den Kalender eintragen? Jetzt werde ich mal ganz mutig und gucke mal, geht das nicht? Ist das nicht wieder unsere Entscheidung? Die sagt so, ich mache jetzt einfach mal nichts und das lustvoll und begeistert. Also mir scheint es manchmal, als brauchen wir dazu unsere Genehmigung. Und die sollten wir uns jetzt erteilen. Es ist so wichtig, einfach mal nichts zu tun und das Leben zu genießen und vielleicht auch wieder aufzutanken für das Nächste, was wir dann wieder lustvoll tun wollen. Ich bin ja auch gerne aktiv und so etwas, aber ich bin auch unglaublich gerne lustvoll nicht aktiv. Also sonst könnte ich, glaube ich, dieses trubelige Leben auch gar nicht so leben. Und jetzt sich selber die Genehmigung zu geben und zu sagen, ja, ich plane das mal in meinen Tagesablauf ein. Nichts tun. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss.